Muss ein bisschen aufpassen, wenn die nochmal kommen. Wir haben, glaube ich, nicht mehr getriggert. Das sind gar keine Untoten, sondern die Goblins machen auch solche. Die Goldene Ordnung! Elden Ring des Grüßen! Die Goldene Ordnung ist auf dem Weg. Trinken. So, Marketplace. 18, ja. Besser als nix. I guess. Wir müssen halt jetzt meinen ganzen Scheiß loswerden. Oder relativ viel Scheiß loswerden. Haben wir noch irgendjemand mit einem schlechten Dagger? Du hast noch gar keinen Dagger. Das ist ja spannend hier. Dagger, 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 Dagger. Auch wenn ich ihn gar nicht benutzt habe. Achso, und dich müssen wir. Nee, dich wollten wir kicken. Unser Killer on the Run, dich wollten wir rauskicken. Er hat nur vorhin keinen Platz für deine Sachen, um die dir abzunehmen. Tschüss. Du hast zumindest schon mal ein bisschen was geheilt jetzt wieder. So. Eigentlich will ich dich auch noch ganz gerne reparieren. Und dich auch. Und dich auch. Ja, ich habe nur Tools and Supplies und so, ne? So, was können wir hier sonst noch verkaufen? Ich glaube, der Verkaufspreis war okay, dann kriegt ihr das ja auch noch. Das hier kriegt er. Ein paar von denen. Die hier nehme ich eh nicht. Das habe ich noch sinnlos rumliegen. Das könnte er haben. Das Zweihandschwert will ich eh nicht haben. Hier haben wir noch einen Bogen, den wir verkaufen können. So, so. Ja. Ich würde sagen, und dann kaufen wir hier schön Tools and Supplies, weil es hier richtig schön billig ist. Hier kostet es 192 Tools and Supplies zu kaufen. Das ist so gut, so angenehm. Noch was zu essen. Dann brauchen wir noch neue Leute. Was bist denn du so für ein Dude? Strong Pessimist. Low Roll Leben. Ziemlich niedrig Fatigue. Low Roll Resolve. Niedrig, okay, mittlerer Inni. Low Roll Melee. Nee. Nee. Walter the Jester. Die haben hohe Innis, ne? Aber halt keine HP. Roderick, ich liebe Thieves. Kann mir nicht helfen. Ich würde den gerne tryouten. Er ist ein Saufkopf, aber das ist nicht so schlimm. Er hat 2 Sterne in Ranged Skill. Ja, das heißt aber, er kriegt, glaube ich, 40 insgesamt. Er wäre auf 79. Ist es immer noch zu wenig für einen Rangy? Also der, wenn ich, glaube ich, zumindest richtig im Kopf habe, hier kriegst du 1 bis 3 und hier kriegst du 2 bis 4. Wenn du 2 hast, kriegst du also immer 4, ne? Das heißt, wenn du alle Level-Ups mitnimmst, kriegst du 40 und 79 ist einfach nicht genug für einen Rangy. Also erst bei so 60 fangen die ja an, irgendwas zu hitten. Das ist doch Mist. Und du bist halt leider auch nicht so gut. So, Minenarbeiter, der hat halt keine Ausdauer. Ist, glaube ich, zu schlecht. Was ist das hier? Ups. Da hat irgendwie 2 weitergeklickt. 220. Dulmen nach Nordosten. Wir müssen wieder nach oben, wir müssen wieder hier hin. Das ist da, wo gerade die Goblins lang gerumpelt sind. Hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich würde gerne lieber wieder hier hin, so Kronko, Krummhorn und Weißenschacht. Das sind so meine Hometowns. Meine Home-Turfs. Und wir müssen sowieso erstmal warten, bis die ganzen Sachen repariert sind, die wir jetzt im Inventar haben wieder. Und wir sind immer noch am Heilen. Uff, schwer, schwer, schwer. Was geht hier? Karawanenhände. Okay. Der kriegt jetzt, glaube ich, Minus Resolve bei Biestern und Pessimist. Also der hat 2 negative Traits, hat aber unfassbar viel HP, was der kriegen wird. Kriegt der nicht irgendwie 40 HP? Kriegt der nicht irgendwie auf 120 HP ohne irgendeinen Bonus gefühlt? Mal kurz gucken, wie HP rollt. Sind das
Ne, nicht Traits, sondern Talents sind das, ne? Talents. Ich habe nebenbei die Wiki offen. So, HP rollt bei 4, bei 3 Sternen auf 4 bis 5. Basis 2 bis 4. Das ist ja unfassbar. Also, ne, 4 bis 5 heißt, der kriegt 45 obendrauf, der kriegt 110 HP im Average. Also er ist nur 40, kriegt es bei 105 bis 115 HP. Ohne den Bonus zu kriegen. Also HP hat er unglaublich viele. Weiß nicht, ob da sich sogar Nimble an sich schon lohnt. Und dann einfach Nimble Frontliner? Einfach weil der halt unfassbar viel HP hat? Und Resolve fixen? Und dann halt hier noch ein bisschen auf den Skill gehen? Würde ich fast sagen, oder? Und die Ini ignorieren. Wobei Ini kriegt da halt auch viel. Also Dodge und Nimble würden sich beide extrem anbieten. Der wird dann zwar trotzdem gehittet, aber scheiß drauf, er hat ja unfassbar viel HP. Oder? Sehe ich da was falsch? Würde ich mal versuchen. Würde ich mal versuchen. Du bist Tarkon. Der Caravan Hint. Passt gerade so rein. So, am Anfang bist du aber nicht so gut. Deswegen kriegst du erstmal das. Das. Minus 8. Reparier mal deine Rüstung. Oh, die Rüstung ist ein bisschen schwer für dich, Boy, oder? Gut. Hat nur 56 Fatigue. Die Fatigue ist ein bisschen niedrig von ihm. Das ist halt das Problem, ne? Vielleicht müssen wir ihm dann doch lieber erstmal einen normalen Schild geben. So. Und du musst halt deinen gebrochenen Ellbogen noch fixen. Hier gibt es irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in Sonnenwehr habe ich nie einen Auftrag. Nie. Niemals. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe einfach nie einen Auftrag hier. I don't get it. Bitterpreis 16. Was sieht gegen den Treiten feste? Ich muss immer noch eigentlich meine Ambition machen. Ne? Ich brauche eigentlich Kohle, um mal die fetten Rüstungssachen zu kaufen noch. Ich glaube, ich brauche noch ein oder zwei eigentlich nur. Also wenn ich es nicht richtig verstehe, dass ich einfach nur drei... Ah ne, drei Body Armor and three Helmets. Ach du Schande, das dauert doch ewig. Rolling Greenskin und Dulme. Ne, das werde ich nicht tun, danke. Ja, aber ich habe... Okay, never mind. Aber es ist trotzdem ein gutes Ziel. Also das müssen wir halt irgendwann sowieso machen. Aber wir brauchen halt die Kohle dafür. Ja, ja, die Kohle. So, noch zwei Leute, die verletzt sind. Was ist das hier? Karawane, 190 plus 760. Bleibt dabei. Nach Wolfenburg, nach Nordwesten. Hat man gerade das Problem mit dem Norden, dass hier irgendwo dann, ne, so ab hier ist es ein bisschen heftig mit den Brigands. Wolfenburg ist aber da drüben. Ab so hier wurde es schlimm. So hier in dem Bereich. Von daher wäre Wolfenburg okay, das zu machen. Wir brauchen mal wieder Kohle. Alternativ. Kurz über 2000. Southern Raiding Parties. Nope. Let's go Wolfenburg. Hier haben wir noch unseren Kultisten, den wir anheuern könnten. Mit der Fatigue kriegt. Und Initiative. Der Eberhard. Das ist wieder nur ein Stern leider als Rangy. Als Rangy einen Stern haben, finde ich irgendwie immer doof. Finde ich irgendwie immer doof. Achso, wir haben eh nicht so viel Essen. Dann ist okay. So, Harkon the Caravan Hand brings you to a crack in the side of a Kalash berm. You can see something glinting in the dark. Whatever it is, its earthen hold would be hard going to dig through. The cells would not. I know it's in there good and solid, but I reckon that's something worth fetching. What you think? Any of you tiny enough to fit in? Wir haben ein Tiny. Bin ich mir ziemlich sicher, wir haben ein Tiny. You gain an ancient breastplate, you gain an ancient sword, and Xander the cultist gets euphoric.
The ever tiny Xun walks up to the crack in the berm and stares into it. He turns round like a top. Now, I ain't one to assume, but I have the sense of being slighted here. You assured him that you mean nothing at all by asking that he make use of his comical size. He nods and gets nice. Das ist ja eine geile Variante. Das hier haben wir bekommen. Eine 135er Breastplate minus... Minus 22. Alter, scheiße, Mann. Und dieses Schwert, das ist, glaube ich, auch nicht gut. Nope. Minus 6 Fatigue ist halt... Das ist einfach... Das ist ein Arming Sword und schlechter. Also, ein bisschen weniger Damage. Das ist sogar ganz okay, aber... So viele Schwerter benutzen wir halt aktuell nicht und die haben dann alle die guten Schwerter. Ja gut, aber wir haben was for free gekriegt. In Zweifel haben wir einfach Kronen for free gekriegt, von daher. Von daher sollte das ja ganz okay sein. Der Goblin Raider, Alter. Diese Goblin Raider, aber es sind Wolf Raider. Wolf Raider, die sind okay, weil die sind wenigstens keine Rangies. Jetzt muss ich halt nur, Moment, hier... High Ground und so. Hm. Ich glaube, hier unten kriegen wir nicht mehr den High Ground. Ist so mein Gefühl. Nur so ein Gefühl von mir. Du bleibst da mal, würde ich sagen. So, das ist ja noch einfach ein bisschen Ablenkung, bisschen mehr Damage, bisschen DPS-Erhöhung. Laufe ich da unten durch? Ja, ne? Ich laufe da unten durch. Dann machen wir mal den. Sehr schön. Das war gut. Wir müssen nämlich hier oben wahrscheinlich aushelfen. So wie das aussieht, so wie viele hier oben kommen. Sono, geht mal da drauf. Kannst nicht mehr laufen. Achso, ja, weil du hast mehr AP und so. Oh shit, das ist schlecht. Also bin ich nicht getroffen, aber das ist trotzdem schlecht. Das ist triple schlecht. Eigentlich doppelt schlecht, aber... Okay, hier ist auch noch einer. Das ist alles nicht so geil. Alles nicht so geil. Die sind halt mitten in mich reingerannt jetzt. Das habe ich nicht gut gemacht. Und rennt immer noch außen rum. Hätte hier halt doch den High Ground in der Mitte halten müssen. Wo ist mein Hund hin eigentlich? Ah, mein Hund steht da. Die Karawanenjungs werden halt verprügelt, ne? Das helfen die halt mit. Ob sie wollen oder nicht, weil... Die werden halt angegangen. Kann dich, 72, 72, 64, 84. Dann den 84er wahrscheinlich. Besten, ne? Schade, den 75er nicht getroffen. Nicht optimal wieder. Sehr schön, haben wir den abgestochen. Der hat wenig Lust. Den schneiden wir auf. Den treffen wir leider nicht. Ich schub's mal runter am besten. Und gehen dann nach. Und die schneiden wir wieder auf. Für L sieht's eigentlich ganz okay aus. Erst, ja, bis sie mich halt komplett zerbeißen. Aua. Aua. Ich hab halt ein paar Leute, die haben noch nicht so viele Tank-Skills, ne? Du musst eigentlich ganz kurz bluten. Hör auf zu treffen, du bist im Lowground. Ach, klar, alle drei getroffen. Am Arsch. So, 72, 75... Besser.
So, ich glaube, ich muss dich mal hier ein bisschen retten vor dem. Wieder nicht getroffen. Es ist so kacke. Don't, please. Ja, mach den rund. Okay, jetzt haben sie aber Bock. Jetzt wollen sie mitmachen, die Jungs. Okay, der rennt. Sehr gut. Der rennt. Den ich treffe, ist eine absolute Frechheit, ne? So, zack, zack, zack. Aufschneiden. So. Meine Leute hier einfach angehen. Aber jetzt habe ich schon wieder super viel HP halt verloren, ne? Das ist echt nicht gut. Super viel HP und Armor verloren. Müsste eigentlich hier jetzt die Option mir aufbewahren. Hätte mir die Option aufbewahren müssen, Armor irgendwie zu ersetzen. Was ich nicht getan habe. Steppt ihr wieder rein und klaut mir die Kills, ne? Ach komm schon, Xan, diese Runde hast du nicht getroffen. Das war schon mal deutlich besser von dir. Das war schon mal besser von dir. Ob ihr jetzt alle nicht trefft? Was geht denn jetzt ab? Okay, der hat noch Bock. Der Wolf rennt nicht sofort weg. Ach nee, das ist der Goblin da oben. Aber der Wolf da unten auch nicht. Aber Hund, bigger, größer als Wolf und so. Ich bräuchte irgendwie noch einen Modus, wo ich Gegner hervorgehoben kriege. Bei sowas wie der Nacht, da übersehe ich mal wieder Gegner. Das ist irgendwie, manchmal verpeile ich es, wo es genau steht. Schade. Schade. Endlich. Wie gesagt, wir haben leider ein bisschen sehr viel ins Gesicht gekriegt. Also hier so 97 und so, es ist... Puff. Da wird's problematisch, wenn sie jetzt nochmal so was ins Gesicht kriegen. Und Harkong, die Karawanenhand, hat aber zumindest ein Level up. Das Ei. Plus 4. Plus 6. Plus 3, I guess. Und dann kriegt er noch Kolossus. Dann ist er schon bei fast 90 HP. Sepp der Märtyrer. Du bist einer, der eigentlich... Ja, du kriegst auf jeden Fall Defense mit, der sich selber im Zweifel opfern soll. Für Leute. Deswegen HP. Resolve hast du mit 62 eigentlich genug? Glaube ich, werde dir. Oh, du kriegst halt immer plus 3. Ist eigentlich schon geil. Kann ich dir eigentlich schon auch eine andere Waffe geben? Nehme ich zum Beispiel auch ein Flail? Oder halt auch was zum Aufschneiden. Ich glaube, ich mag den Flail lieber. Wenn wir da noch einen haben, der gut flailen kann, das wird so gut. Moment. Weiß, der kriegt ja noch einen Perk dafür. Kriegst dann direkt den Flail-Perk. Flail Mastery für Headshots. Zack. So. Hoffen wir, oh Gott, das war nicht der letzte Encounter, glaube ich. Also hier in dem Bereich, ja. Ich meine, es sind 6. Die werden es, glaube ich, nicht angehen. Die haben sie zweimal gefeitet, direkt nebeneinander. Irgendwie im Sumpf. Holy shit. Und wie viele Karawanen hier auch rumrennen, ne? Ich glaube, das ist einfach auf der Map. Das ist einfach auf der Map absolutes Meme hier in der Mitte, die ganze Scheiße, wo Goblins und... Und hier Banditen und alles rumrennen. Aber es war doch der letzte Encounter. Sehr gut. Da haben wir zumindest mal wieder ein bisschen Kohle reingeholt. Können hier mal das machen. Armor Raw. Wir brauchen 230 plus Rüstung.
Moment, minus 4 und eine 140er Rüstung? Masterforged Owl Helmet? What? Alter, den hätte ich ja schon gerne, aber... Der passt nicht in meine Ambition, weil der zu wenig Rüstung hat. Aber der wäre schon geil. Alter Falter. Generell haben wir hier, noch Heater Shield, was sogar relativ günstig ist. In alle eine 150er Rüstung haben wir schon so viel gewonnen, aber ich brauche die richtig dicken Rüstungen, das ist eigentlich gerade. Verdammt, ey. So, was kann man hier sonst so kaufen? 3 Tage Essen haben wir noch. 197 zum Reparieren. Da würde ich, glaube ich, noch ein drittes mitnehmen, einfach nur was günstig ist. Das braucht man sowieso nicht mitschleppen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Dinger zu reparieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei den Schwertern schon. Ja, die hier. So war es auf jeden Fall. Aber bei den anderen nicht so wirklich. Also bei den Speeren, bei den Goblin-Speeren lohnt es sich, glaube ich, nicht allzu sehr. 4 Tage Essen. Ja, das können wir ja noch aufessen. 2 Tage und das ist sowieso gleich durch. Zum Hefenauftrag. 4000 Kronen, Alter. Raiding-Partys um weißen Schlachtintercepten für 4000 Kronen. Kann ich machen. Wird aber keiner überleben von euch. One-Hand-Axe. 2 wenig Fatigue. Ach, hier gibt's wieder den Triple Flail. No, ich habe kein Geld dafür. Moment, warum gibt's hier eigentlich fucking 3 Named Weapons? Und der Ominous Banger. Was ein Banger. Plus 18% Chance to hit head of a mace. Das ist ja gar kein Flail, ne? Der hat 10. Der hat plus 18. Ich hab ja sonst plus 5. Oder? Nee, nicht mal. Die haben gar keinen Bonus sonst. What? Einfach 18% mehr Head? Puh. Das ist schon ein Banger, ne? Und der hat auch Chance to hit. 211% Effective Against Armor. Zweihand. Dafür Zweihand Waffe hat aber wenig Damage. Headbanger, ja. Stimmt, das ist ein ominous Headbanger. Tatsächlich. Ja. 130% Chance Against. Ich meine, das ist ein Zweihand, ne? Der hat 50 bis 75. Das hier hat 35 bis 55. Und ist ein One-Handed. Das kostet auch 9000 statt 7000, aber... Ja, ist natürlich scheiße. Jetzt haben wir hier wieder keine Quest, die wir machen können. Muss man in Suderbusch gucken, ob es da eine Quest machen können. Dass ich übrigens Munition nicht verkaufen kann, wenn ich sie in meinem Vorrat habe, finde ich doof. Ich würde gerne irgendwie aus meinem Vorrat heraus Munition verkaufen. Auf Level 1000, ich habe nur 2500 Gold. Ich würde gerne ein bisschen... Courage erstmal, also ein bisschen Puffer aufbauen wollen. Tatsächlich, bevor ich das kaufe. Ich hätte es gern mitgenommen, ist richtig. Aber ich bin der Meinung, ich habe nicht genug Geld dafür. Und dann wird es eng. Dann muss ich auf jeden Fall den nächsten Auftrag annehmen und kann nicht mehr so gut entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Was? 20 schon so waren? Was? 20 und 100? Nach Nordosten, nach Mordorf. Nee, hier ist ja gerade das Katastrophale, da will ich nicht hin delivern. Macht euch einen Scheiß alleine. Ich will zurück nach Weißenschlacht. Ja, das ist quasi Mordor hier oben. Das heißt nur Mordorf. Aber ja, es ist ein Sümpfe und Berge drumherum und dicke Wälder, also. Und überall sind Goblins und Orks und so am rum, also. Mordor passt schon ganz gut. Hier gibt es wieder keine. Wir hatten nie einen Auftrag in der Stadt. Sonnenwehr gibt einfach keine Aufträge. Mögen die mich nicht irgendwie? Daran? Haus Perowinger ist inzwischen neutral. Wo ist denn Sonnenwehr? Luckenistead mag mich nicht. Ja, klar, das habe ich, glaube ich, gerade den.
Die Lieferung gekillt. Oh. Ihr seid inzwischen okayischer. Moment, ist der Krieg vorbei? Das verpasst? Warum wächst denn das hier wieder? Überhaupt kein Sonnenwehr, ist überhaupt nicht eingetragen. Das ist ja spannend. Warum ist ein Sonnenwehr hier nicht eingetragen? Als Stadt. Ne, die ganzen Burgen und so sind generell nicht eingetragen, ne? Gehört einfach zu Haus Perowinger. Weiß ja im Zweifel nur Dingens. Es gibt ja keine Stadtquests. Okay. Gibt keine Stadtquests, deswegen gibt es auch kein extra Verhältnis zur Stadt. So, was war das? Nach Dulmen. Ja, ist immer noch besser als nix, I guess. Das ist überliefern, auch nur für 190. Nach Brunnendorf, das ist nach Süden. Dann nehmen wir das, weil wir wollen eh nach Süden. Wir lassen nochmal die Leute hier saufen eine Runde. Ja, es gibt immer, hier gibt es einen neuen Killer on the run. Sieht aber nicht so geil aus insgesamt. Außer dass er Ausdauer kriegt. Nee, du. Kann ich noch sonst irgendwas hier mitnehmen? Nur Reparatur günstig. Wie ist hier so generell der Preis? 18. Auch nicht so geil. Nicht den Müll nur verkaufen. Meh. Nee, I'm not happy with that. So, ab nach Brunnendorf. Ab nach Brunnendorf für 190. Das ist halt halber Tag und wir kriegen ungefähr einen Tagessold raus. Ja, ein bisschen mehr als ein Tagessold. Aber ich glaube auch ein bisschen mehr als ein halber Tag. Also wir machen insgesamt ja schon Plus, aber wir haben halt immer die ne? So, was ist das hier? 1150. 1250. End Nightmares. Ja, habt ihr vielleicht noch ein paar Netze, die ich kaufen kann? Nee, ne? Wir haben nur noch zwei Netze und Nightmares beenden ist dann gar nicht so easy. Tatsächlich. End Nightmares ist nicht so easy mit nur... Da würde ich gerne vorher speichern, aber ich denke, ich muss es machen wegen Kohle. Wir müssen immer schön zusammenstehen. Die Leute mit viel HP nach vorne. 108, 85, 72. Du wirst schon bei, ich bin nicht vorne stehen. 78, 86, 79, 82, so. Ja, jetzt. Ich glaube, Rüstung bringt sogar nicht mehr was, ne? Sollte ich die Leute mit echt schwerer Rüstung wie die hier vielleicht das kurz rausnehmen. Weil Rüstung, wie gesagt, eh nichts bringt gegen die Viecher. Bei dir genauso. Rüstung bringt einfach nichts, da braucht man immer die Ausdauer zum Rennen. Wenn die Leute nur so 60 haben, ist das schlecht. 78 okay, 70 okay, 100 okay, 75 okay, 69. Nehmen wir den Helm ab. 71. 80, so, weil bei dem ist es halt egal, der dran. Nimmst ja dein Schild weg. Weil du kriegst auf jeden Fall hier sowas. Die Leute, die halt hohe Inni haben, wäre gut, ne? 97. Du zum Beispiel kriegst dann noch ein Schild, noch das hier. Und jetzt würde ich mal sagen, geh mal Alpse jagen. Gib mir mal Alpse jagen. Irgendwas, was wir reparieren müssen. Das können wir noch reparieren, das können wir reparieren. Reparieren. Alpse jagen. Got spot a strange man hobbling along the road. He's dressed in a long cloak and he's got a knapsack yoked over one of his shoulders. I stare at the ground until they come to your feet, at which point he finally looks up. Seeing company, the man is surprisingly unalarmed. In fact, he's quite receptive of your presence and asks if maybe he could spend the night with Selfus before continuing his journey to Sonwer.
Bis jetzt habe ich die immer bei mir übernachten lassen und es ist nicht viel passiert. Das finde ich. Wir sind ein Kult, wir wollen Anhänger haben, wir holen den ran. You sit about a fire, much talk is made about this or that, but the traveler does speak some words which reside within your mind long after he's gone. A boy stole my lunch the other day, but he done not do anything but stand there and eat it in front of me. I said, give me back my lunch, ya scamp, but he said no. I reached for it, but his scrawny legs proved to be more cat than chicken. I said no, I asked why he'd done have to eat it in front of me. This was torture, you see. He said, because I'm hungry. I told him, I'm hungry too, now give it back. He does said no, and so naturally turned around and cracked him with the, what? And so naturally when I cracked him with a stone and that slackened his speed a bit and I got my lunch back. But then yonder comes a footman of the mayor who says, don't do that. I asked him why not? He said, because that's the mayor's boy. My punishment was nothing, but I was warned not to do it again. I told him, I said that the boy would not steal again. And they said, okay. Der Sohn des Bürgermeisters hat sein Essen gestohlen und er hat sich mit ihm geprügelt, so ungefähr. Die kommen um Mitternacht, schon klar. Let's go. Wie viel sind's denn? Cool Story, Bro. Ja. 5! 5 sind ein bisschen arschviel, ne? Muss ich mal so sagen. Du hast was zum Werfen. Ja, ja, 2 Netze halt nur. Das ist so ein bisschen das Problem. Da sind sie. Du wartest mal noch. Vielleicht kommt noch einer von oben. Oh. Das war nett smart. Sind wir mal ehrlich. Ich hätte vielleicht auch Einhandwaffen nehmen sollen, nicht 2 Handwaffen. Buffys? Okay, sie haben getroffen. Perfekt. Bin mir nicht so sicher, ob das alles so geil ist, was ich hier mache an Taktik gerade. Ja, noch einen Schritt darf ich nicht machen, um und attacken. Er hat leider nicht 2 Leute in Reichweite und der hat auch nicht 2 Leute in Reichweite. Aber ist nicht eingeschlafen. Nice. Du hast kein Netz, ne? Ey. So, ich könnte hier hingehen, aber dann darf ich nicht mehr attacken. Achso, du bist der sexy, der nicht laufen kann. Schlecht. Okay, nicht getroffen. Du darfst nicht mehr attacken. Gehen wir mal in uns zurück ein bisschen. Ich hab kein Netz geworfen gekriegt. Wo sind denn die Netze hin? Ich hab da ein Netz und, ja, der erste, der dran war, war ein Netz. Und hier oben noch ein Netz, glaube ich. Ja, RIP. Rippity RIP RIP. Da ist ein Netz. Und du bist ein Netz. Okay, Hund. Du hast Bock da drauf auf das Netz. Wenn genug HP hat, ist das eigentlich auch okay. Owen macht nur genau nichts. Leider Gottes. Leider Gottes macht Owen, glaube ich, genau nichts. Da darf ich nicht hinlaufen.
Du wächst mal den guten Mann auf. Dann kannst du wieder nicht mehr attacken. Ech. Und eingeschläfert. Das ist mir. Ja. Hunde kriegen leider sehr, sehr viel Damage davon. Okay, du musst dann doch mal da reinlaufen. Ach, come on. Ja, die gehen immer auf den gleichen, ne? Ach nee, diesmal nicht, diesmal nicht. Das heißt, du gehst hier hin und wächst den. Ich könnte es noch attacken. Schade. Und du darfst sie nicht mehr tauschen. Wir müssen mal hier hin. Laufen schön ein bisschen zusammen. Immer noch 5. Oh oh. Du rennst aber mal ganz weit weg. Das ist ja gar nicht geil. Kannst wieder nicht attacken, ne? Dann musst du auf den hier mitgehen. Ist er rangemoved sogar. 1. Dann keine Reichweite hat er. Die anderen 2er Reichweite haben es halt echt meh. Der hat sich wieder bewegt. Der ist down. Wir müssen uns wieder zusammenfinden. Wir haben hier noch einen im Netz. Der hat genug HP, glaube ich. Für den ist das okay. Im großen Teil. Und Solo sollte auch 95 sehr gut. Sehr viel HP haben, wo das gut ist. Schade. 2 zum Einschlafen gebracht. Darf nicht mehr attacken. No, weil sexy immer. Ach, das mit dem 1 HP mehr ist echt bitter. Man hat sich so dran gewöhnt, wie man moven darf. Oh oh. That's a fucking problem. Wer bist du? Oh oh. Jetzt sind beide hier dran, ne? Aber du hast schon HP verloren. Von daher bleibst du einfach mal hier dahinter stehen, dass du dich vielleicht wecken kannst, wenn er doch schlafen bleiben sollte. Ich glaube aber nicht. Glaube nicht. Da ist noch einer dead. Wir haben noch 3. Vicky hat 82 HP. Das sollte dann eigentlich okay sein. Ah. Hätte ich ihn einkalkulieren sollen, dass das nochmal sich ändert. Oh oh. Ha! Nein! Ah doch, das zweite Mal. Er hat ihn zweimal einschlafen lassen. Das erste Mal hat nicht getriggert. So, hallo. Lexi darf angreifen, ey, zum ersten Mal. So, wir haben noch einen da und die beiden. Noch einer fast tot und der halb. Das ist ja dann. Ja, aber du darfst nicht mehr angreifen. Dann steppst du mal hier ran und wächst ein auf jeden Fall. Der hat leider noch. Der war leider noch. Eine Schritt mehr, ne? Wir müssen uns wieder eigentlich ein bisschen zusammenfinden. Du wirst wahrscheinlich gleich eingeschläfert werden. Können wir uns schon mal daneben stellen. Er ist down. Sollen wir noch einen, der jetzt da drüben ist. Der rennt! Die Sau! Der Alp rennt weg! Was geht denn jetzt ab? Ich glaub, es hackt! Was ist das für ein Albtraum? Okay. Den kriege ich hier nicht, aber gut. Ein Alp, der wegrennt, Alter. Ich glaub's. Ich glaub, ich werde nicht mehr. Payment awaits.
Für meine Kohle, hallo. 1200, sehr geil. Das war etwas, was wir dringend mal wieder brauchten. Wir brauchen aber auch mal wieder Medical Supplies. Warte mal kurz, bis da. Haben wir irgendjemanden mit Level Up? Wir haben. Achso, ja, und wir müssen jetzt die ganzen Leute neu ausstatten. Ich glaube, du hast das hier an. Oder auch nicht. So, das war es, glaube ich, Sono. Wo ist denn Otomasumoto? Hat Sono seins behalten? Sepp? Sono. 145er. Nee, Sono hatte das hier. Der hat noch das noch dickere gehabt. Und dann hat er den fetten Helm gehabt hier. Das war Sonos Helm. So, und Masumoto hatte das andere. Und ich glaube auch einen ganz, ganz guten Helm. Hier so ein 140er. Weil der auch ins Battleforge-Richtung gehen soll. Muss man das hier noch dazu nehmen fürs. So, dann haben wir Hakon, die Karawan hängt. Kriegst mal 90 und ich glaube, die hat mir das gegeben oder so. So, hier. Ben hat er den. Irgendwelche Schilder vergessen. Hier fehlt dir ein Kopf. Schmuck. Anjushka. Ist nimble, das heißt, wir dürfen dir keinen zu schweren geben. I guess. Minus 3 und minus 8. Aber ich war bei dir sogar drüber. Weil ich habe ja sonst nur noch 100 irgendwas. Oh, hier haben wir einen 215er. Wo war denn hier? Du hast einen 230er. Haben wir noch jemanden, der sonst. Ich glaube, Masumoto hat den 215er, oder? Wir haben sonst keinen, der schon Battleforged ist, weil ich das sehen kann. Von daher. Jupp. Gut. Du hast einen 125er. Du hast 140. Ben ist nimble, deswegen minus 4, minus 9. Du kriegst demnächst Battleforged. Ja, mit dem nächsten Level Masumoto. Deswegen hast du relativ dicke Sachen. Anjushka soll Dodge und Touch on nimble. Und danke fürs Kompliment übrigens, sexy. 75. Du kannst eigentlich schon noch einen dickeren Helm. Du musst nicht einen 105er, du kannst hier einen 125er nehmen zum Beispiel. Unibert. Aktuell hast du ja noch keinen Nimble oder irgendwas in der Richtung. Hast du Overwhelm? Ne, hast du auch noch nicht. Von daher. Moment, du hast Brawny? Wie hab ich den? Okay, dann gehe ich doch auf Battleforge mit Brawny. Du hast noch keinen Helm. Sexy. Und dann hier 105er Helm. Ich sagen. Haben wir jetzt wieder alle Helme? Ich glaube schon. Dann kriegt Sexy noch ein Level Up. Plus 3. Plus 3. Moment. Ja, weil minus. Die Initiative hat er minus. Also muss er hier plus 3, plus 3. Ja. Sagen. Und wenn er einfach nur ein Fleischschild ist, sollte er schon Shield Expert nehmen. Der eh nicht unbedingt hitten muss. Damit er sein Shield besser verwertet. Ja. So, jetzt warten wir noch kurz, bis Tag ist. Opsi, komm mal. Moment, wir hatten doch jemanden, den wir noch benennen wollten. Hier, Kunibert Deceived. Das ist jetzt Topsi einfach. Der letzte Follower. Topsy 360, so. Kann die noch nicht schreiben, offensichtlicherweise, weil ich mit I schreibe. Und, oder nicht lesen, je nachdem. So. Und hier bei Tag. Sag mal hier. Repair and Raid from the South. This year company answers the call. 1200. Ist echt billig. Für einen Noble Contract. Da sollten kaum Raiding Parties kommen eigentlich. Oder keine guten. Für den Auftrag. Speichern wir einfach direkt nochmal und probieren das. Also, aber das ist echt ein günstiger Noble Contract. Und wir sind auch direkt an der richtigen. Das ist ja super gut. Wir sind direkt an der richtigen Stelle.
Essen ist, glaube ich, fein. Verletzungen ist relativ okay. Ja. Raiding Partys, kommt ran. Ich gehe halt davon aus, dass sie von Süden kommen, deswegen positioniere ich mich südlich gerade von dem. Ich hoffe nicht, dass sie hier oben rechts irgendwie da hingehen. Manchmal bin ich ein bisschen paranoid, deswegen laufen wir da nochmal hin. Da braucht immer relativ viel Zeit, der ganze Kram. Nee. Da sind sie. Some conscripts, many indebted. Das hört sich sehr, sehr machbar an, denke ich. Das hört sich sehr, sehr machbar an. Engage. Das ist das Gefährlichste, glaube ich, so ziemlich mit. Und die Pizza vielleicht noch. Sonst würde ich einfach abwarten, bis sie rankommen. Die haben halt einen extremen Zahlenvorteil. Kommen aber nicht wirklich ran, die Jungs, ne? Da kommt jemand ran. Den können wir kaputt hauen. Und den auch. Und den auch. Und den auch. Das sind halt super viele easy Dudes. Eigentlich können wir hier den Move machen. Mit Harkon. Wobei sie, glaube ich, nicht reinlaufen in Speere. Wie gesagt, gefährlich sind die drei und der Dude, der Conscript. Das ist schade. Vielleicht nicht ganz überlegt am Ende. Morn! Was geht denn jetzt ab? Sexy, du kannst nicht gut laufen. Aber du bist eigentlich, was die Defense angeht, 28 noch nicht so geil. Nee. Und du hast aber schon Sachen gemacht. Dann setzt man sich einfach mal hier hin. So. Ben. Hat Ben. Moment, hast du Underdog? Nee, du hast keinen Underdog. Dann machst du erstmal den weg. Alter, 70er, die wir nicht hitten, ne? Topsy. Topsy hat auch nur 25 Defense. Dann wollen wir erstmal vielleicht dahin gehen. Der hat noch niemanden in Reichweite, das ist sehr, sehr gut. Wenn ich dahin gehe, Danjushka. Du hast 48 Defense. So, 79. Alter, jetzt habe ich aber echt, diese Runde habe ich übel viel gefailt. Holy smokes. Nicht nur so ein bisschen, da wurde richtig reingefailt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der ist nämlich der Einzige, der ihn direkt angegriffen hätte. Der hat hier einen anderen menschlichen Gegner. Schade, das war nur ein Overwhelm. Das war kein, hat nicht funktioniert mit dem Wegnehmen. Was? Solo, entspann dich mal. Das sind ein paar nackte Dudes mit einem Messer, die auf dich zulaufen, ja. Die Schlimmen sind gar nicht bei dir. Du musst noch nicht hier irgendwie dir Gedanken machen, dass du jetzt gleich überrannt wirst. Oh, das tut weh. Kann jetzt nicht rausswitchen, ne? Ist Ben wieder irgendwo am Arsch der Welt und kann nicht fighten? Das ist ja blöd. Ihr switcht aber da, das ist ja spannend. Ah, jetzt hast du natürlich... Geh doch. Der hat keinen Bock mehr, finde ich gut. Kann ich hier reinsteppen und dem einen überbraten, weil der ist nämlich ein Arschkeks. Dem habe ich wenig Lust.
Ja, das sieht ganz okay. 57. Schneid ihn kaputt. Und den auch. Sexy, geil gemacht. Der hat auch keinen Bock mehr. Jetzt willst du dir schon wieder. Du willst meinen Hund hauen oder was? Diese Speere immer, ne? Die sind schon echt ein bisschen anstrengend. Die Speere sind schon echt ein bisschen anstrengend. Ja, hier kann ich halt zwar hitten, aber Damage macht das halt nicht. Obwohl wir den mal, glaube ich, lieber. Oh, so viel Damage, ey. So viel fucking Damage. Nehme immer das Schild weg, die Runde. Allein, glaube ich, ganz gut einfach überrannt werden darf. Topsy läuft mal hinten rum um die Jungs. Das nützt nicht viel gegen den Triple Flame, mein Freund. Ach, diese Speere, wie oft die treffen, ist einfach nur eklig. Du machst mal Defense hier, mein Freund. Ich kann ich wegschieben? Ja, ne? Oh Mann. Jetzt. Kopf ab! Geil. Das ist nicht geil. Das ist auch nicht geil. ...71er. No! No! 271er! Oh Mann, ich glaube, ich kann hier reinsteppen, ne? Und den angehen, damit er rennt. Extra Damage nächste Runde auf ihm. Ja, geil. Erstmal den Rangy. Guck mal, wie das der bringt, dein blödes Schildding, ne? Richtig viel. Oh, ja, da versucht mich zu hitten, die Sau. Mal den mal platt. Dann wäre immer das nächste weg. Dann halten ihn kaputt. Xen ihn kaputt. Let's go. Oh, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Oh, gestunt, das ist schlecht. Gestunt gegen. Gegen so jemand, gegen zwei. Oh no! Gegen zwei Speere. Ist einfach nicht wieder reingesteppt, die Sau, ne? Muss man erstmal einen Speerdude rausnehmen hier. Ja, der kann ihn, aber der kann ihn halt hier jetzt hitten, ne? Yes. Mausemodo struck down. Ach, scheiße, Mann. War ein bisschen gierig an der Stelle. Das stimmt auch ewig nicht, ey. Das braucht echt lange gegen die Gegner gerade. Um die mal zu finishen. Nee, gegen dich will ich nicht ran. Du bist immer noch ein. Ja. Ach, du rennst ja sogar. Ist ja absoluter Quatsch, was ich hier mache. Ich opfer meine Leute, glaube ich, ein bisschen zu häufig. Die XP ist mehr wert als die 1200, die wir da kriegen. Die sie gesammelt haben. Gerade mal so Modo ist das eigentlich ein bisschen mehr wert. Wir sind einfach die Ohrlosen. Wir haben so viele Leute ohne Ohren. Er hat einfach. Ich glaube, GTA Battleforge ist ein bisschen eher nicht so wichtig, aber wir kriegen so oft abgeschnittene Ohren. What the fuck?
What the fuck, ey. Ja, du bist aber jetzt... Und sind Opfergaben für Dafko. Ja, irgendwie so sieht's aus, so ein bisschen, ja. So, plus 5 HP, plus 5, plus 2. Und schneller lernen. So ein bisschen zusammenrutschen, um die, damit das wieder passt. Das ist okay, du hast genug HP, du hast genug HP und du hast, glaube ich, auch genug HP. Du hast halt keine Rüstung mehr. Es ist ein bisschen shit. Können wir das vielleicht mal ein bisschen tauschen, weil du hast noch eine volle Rüstung und dann muss dein Nyushka ein bisschen anders ausgleichen. Auch wenn der Nyushka nimble ist. Aber keine Rüstung zu haben, ist als nimble nicht so schlimm, aber immer noch nicht geil. Und dem müssen wir, glaube ich, mal Relentless geben. Damit er seinen Overwhelm besser stacken kann, auch wenn er schon ein bisschen gefightet wurde. So, und wir setzen einfach mal hier hin und warten auf die nächste Raiding Party. 6. Ein Gunner und some Conscripts. Was war das? Wir müssen jetzt auseinanderziehen, weil der Gunner hat AOE. Ouch. Die haben Action in der Frontline und einen guten Backliner, ne? Sexy, du Lahmfuß, musstest ein bisschen laufen. Ben. Oh. Nee, du hast keine Fatigue, aber du hast sonst komplett alles. Deswegen. Bin da. Okay. Der Gunner hat schon mal geschossen. Ja. Der Gunner hat schon einen Schuss durch. Das sind. Ja, das ist halt. Warte mal kurz, bis die Dinge tun. Vor allem der Highground ist, glaube ich, nicht so geil. Du hast ja auch keine Rüstung mehr, ne? Wir müssen jetzt komplett auseinanderspielen. Nyushka, du hattest Nimble, ne? Du kriegst also weniger... Musst du ein bisschen mit tanken, aber ich glaube, Sono muss schon mehr tanken wahrscheinlich. Okay, die scheinen einfach nur sich einbunkern zu wollen. Sepp, wie gut kannst du tanken? Eigentlich auch nicht wirklich. Dann gehst du mal hier mit zur Seite. Und Sono nimmt das hier. Und du machst dann hier wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, du unterstützt Ben. Wie gesagt, wir verteilen uns ein bisschen. Anjushka macht noch einen Step zur Seite. Wir machen hier noch eine Ben-Unterstützungs... Ich glaube, der hat aber nur 5 Schüsse eigentlich. 5, 5. Ja, nee. Okay, die Rüstung ist durch. Weil Overwhelm. Trifft aber trotzdem. Geil. Macht er eigentlich 3 Rolls? Ja, er macht 3 Rolls. Und hat... Deswegen ist das so gut. Okay. Aua! Das finde ich nicht nett. Das finde ich gar nicht nett. Was ist denn das für eine Aktion? Kommst du aus dem Highground raus, wenn ich das mache? 60. Ja, let's go. Nochmal, das ist gut, dass er da rausgekommen ist. Finde ich nice. Finde ich ganz okay von ihm. Das finde ich ja so okay von ihm. Hätte ich ihn gerne getötet. Er kommt von seinem Highground. Da kann ich den Highground nehmen mit Sono. Oder nee, hier ist gedeckt, ne? Kann ich dich wegschieben eins? Yes, jetzt kann Sono da drauf. Nice. Schade. Was? So hier hört sich das. Nur, dass mein Tank schon wavering ist. Nee, Breaking ist suboptimal. Nehmen wir dir erstmal die Waffe weg. Wir haben Quick Hands. Nee, du hast kein Quick Hands. Geil. Und du sollst mal bitte nicht stunnen. Ja, rennt die Sau. Hm. 52, 37, 2. Ich glaube, ich nehme dir mal das weg.
So, kannst du stehen bleiben. Hallo. Du machst mal bitte deinen Defense hoch. Und overwhelmst den mal. Mal noch eins rausgehen, damit ich nicht mehr so gut attackt werden kann. Lexi, komm mal mit rein. Ja, jetzt ist er leider fleeing. Das ist eine ganz schlechte Idee. Brauchen auf jeden Fall Rally the Troops nächste Runde. Wir müssen auf jeden Fall Troops Rally nächste Runde. Und den da overwhelmen und ausbluten lassen. Der hat also Fernkämpfer. Achso, ja klar, er hat overwhelm. Ja, klar. Haben wir noch ein bisschen ja Nummernvorteil. So, du bist ja nicht mehr so gut drauf, ne? Ach, come on. Als ob die Rüstung so viel abfängt. Ach, er hat Nimble, fuck you. Deswegen. Wir machen einen Step ran und Rally hat nicht funktioniert. Das ist schlecht. Rally hat nicht funktioniert. Das heißt, der will jetzt weglaufen. Unser Dude will weglaufen. Unser Nimble Tank. Don't do this, please, mate. Please don't. Ich muss den von ihm wegkriegen und den eigentlich auch, aber der ist schon wieder breaking. Nehme ihm mal die Waffe weg und mach noch einen Overwhelm Stack drauf. Oh shit. Our illustrious champion returns. Hallihallo, Xan. Wunderschönen guten Tag. Der versucht, glaube ich, ihn zu hitten. Wobei, wir können ihn versuchen zu hitten. Ach, scheiße. Danke, Xan, für dein Sub im 34. Monat. Danke. Und herzlich willkommen zurück. Nochmal Rally the Troops. Das Rally the Troops geht gar nicht mehr? Dann hätte ich auf so viel mehr angreifen sollen. Mit ihm scheiße. Ich würde jetzt gerne switchen, aber das kriege ich glaube ich auch nicht hin. Tja. Ihn kann ich taunten. Ich glaube, ich verliere gerade meinen Leader. Mein First. Das ist shit. Ja, atme durch. Der versucht sogar noch zu hitten, ey. Puff. Er hat's geschafft rauszukommen. Puff. Sexy. Viel Spaß, was auch immer du tust. Er hat's geschafft rauszukommen, ohne zu sterben. Dann ist okay. Ich hatte nur Angst, dass er jetzt die Free Hits kassiert und daran stirbt. Dann kriegst du jetzt dein Schild weggenommen. Und du wirst ein bisschen overwhelmed. Dann gehen wir mit damit ran. Gehen wir noch hier hin. Wie geht's dir, Xan? Ich lebe. Ja, du lebst. Moment, das bist aber nicht du. Ich bin das. Sexy, du bist hier. Du chillst hier rum. Dem geht's nicht mehr so gut. Rally the Troops bringt leider keine Zusatzmoral, es sei denn, der Brother ist am Fliehen. Der Brother ist am Fliehen und ich habe zweimal gerallied und es hat nichts gemacht. Deswegen habe ich ja gesagt, Rally the Troops funktioniert gerade nicht. Ist doof. Hier. 74. Bats. Schneidet ihn auf. Okay, jetzt ist er auch wieder chillig. Sehr gut. Der ist abgehauen. Und der wird jetzt zerfleischt. Oh, jetzt hat er so nur Platz eingenommen, ne? 78, also diese Runde habe ich so viele 70-Plus-Hits nicht gehittet. Das ist eine Kriminalität. Sondersgleichen.
Mit dem ich eigentlich gerne mit ihm switchen, weil da rennt schon wieder der nächste. Ja, hau den, das ist okay. Hier nehmen wir mal die Waffe weg, falls der jetzt rennt, damit er nicht so viel Damage kriegt, aber ich hoffe, ah doch, es kommt noch wahrscheinlich dazu. Ja, es kommt noch dazu, oder auch nicht. Ne, kommt nicht mehr dazu, perfekt. Also meine Resolve wird langsam ein Problem, halten wir das mal fest. Oh, ich habe die Waffe gekriegt, sehr geil, die ist richtig viel Kohle wert. Ey! So eine Scheiße weg hier, und so eine Scheiße, Moment. Die will ich gar nicht haben. Da ist, glaube ich, das sogar wertvoller, ausnahmsweise. Mir geht's ganz gut, seit gestern endlich wieder in eigenem Bett. Vorher war noch Feldbett angesagt. Das ist gestern aufgebaut. Return to Brunndorf. Warum wir jetzt keine Markierung haben, verstehe ich zwar nicht, aber Return to Brunndorf. 1200 Kronen, Wir haben leider nur eine Person dabei verloren. Wir haben Jean verloren. Auch einer unserer Stadtleuten. Ah ne, warte mal, das war's gar nicht. Das war gerade bei der Wolf Rider. Das freut mich für dich, Xan, dass es dir wieder besser geht. Oder dass es dein, nee, dass deine Wohnung zusammenkommt. So rum. Das ist die korrekte. Warum habe ich den Scheiß eigentlich dabei? Das will ich auch nicht reparieren, glaube ich. Wie viel Bullshit dabei. Das will ich reparieren auf jeden Fall. Und das. Erst mit dem gemieteten Transport die ganzen großen Möbel endlich hier. Hat sich ein bisschen gezogen bei dir. Habe ich so das Gefühl. So, minus Hitpoints. Unangenehm. Das ist ein Nimble Dude. Minus Max Fatigue. Ist okayisch. Gespaltene Hand. Das würde ich gerne heilen. Alter Falter. Wie sind hier eure Preise? 17. Das ist aber nicht gut. Kann ich euch nur den Müll geben, den ich übrig habe. Hier so ein Kram und so ein Kram. Was bist du eigentlich? Ein 105er. Ja, minus 5. Das ist ziemlich ordentlich. Ist, glaube ich, ganz okay. Ich glaube aber, hier brauche ich nicht mehr, weil die nicht so optimal sind. Ich glaube, ich gerne reparieren. Reparieren wir euch halt doch jetzt mit. Dich brauche ich nicht reparieren. Reparieren zum Verkaufen. Bei euch. Minus 5. Ist das nicht für meinen. Wo ist denn mein Nimble Ben? Der hat minus 9 und ich muss auf was kommen? Nimble. Warum steht hier nicht der ordentliche Tooltip drin? 15. Wir haben jetzt 4 und 9. Das ist 5 besser. Vor allem, wenn wir irgendwie 25 Dingens drauf kriegen. Let's go. Da haben wir noch einen Nimble. Wir haben noch einen Nimble. 8 und 5. Ist besser. Denn Yushka kriegt auch noch ein bisschen extra Rüstung. Ja. Hört sich ganz okay an. So, wie geht's? Du bist halt immer noch am Arsch. Du wurdest halt komplett verprügelt, Masamodo. Du wurdest halt komplett vorn und hinten und überall verprügelt. Eine 75er Rüstung will ich eigentlich auch nicht. So viele hohe Rüstungen haben wir noch nicht, von daher wollen wir die vielleicht doch haben. Besser als nichts zu haben. Was man benutzen kann. Musst ja arbeiten und meine Umzugshelfer eben auch. Ja, ich habe es immer versucht, am Wochenende zu erledigen und das mit einmal durchzuziehen, aber natürlich ist das nicht optimal. Nicht optimal. Dich brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, eine Wurfaxt reicht mir auch. Ich glaube, ich brauche keine 50er Rüstung mehr und ich verkaufe mal auch mal. Jetzt haben wir 5000, wir brauchen immer noch dicke Rüstungen. Unser Ambition ist fucking dicke Rüstung. Wo kriege ich denn dicke Rüstungen her? Temple Armorer in Reitenfester. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Gold. Sonst können wir das nicht. Wir brauchen noch irgendwie mal ein, zwei gute Aufträge. Und wir brauchen ein bisschen Essen, sehe ich gerade. Noch ein Tag ungefähr. Bisschen mehr Essen, Tag, anderthalb Tage Essen. 43 Tools. Okay. Uff. Wir haben gar nicht gesoffen. Wir haben gar nicht gesoffen. So, was geht denn hier? Noch ein paar Leute. Hier ist noch ein... Das ist aber ein sauteurer Kultist.
Warum bist denn du? Weil du cocky bist? Das ist doch scheiße. Ey, du bist auch noch übelster Müll. Dann nehme ich ja lieber so ein Disowned Noble oder sowas. Der schon Level 3 ist. Jetzt, Moment. Resolve when battle against undead. Das ist ziemlich nice. Mehr Damage minus Defense. Schlechte HP, schlechte Fatigue, schlecht. Okay, Resolve. Gute Inni. Schlechtes Melee-Skill. Nee. Nee, da sehe ich ihn irgendwie nicht. Was haben wir hier? Für Aufträge 750 ist nicht so viel. Das sollte gegen Banditen sein, gegen Diebe eigentlich nur. Das sollte man wahrscheinlich machen, weil ich glaube, dafür soll es noch reichen, was wir haben. 650 nach Dulmen. Dulmen ist das immer so weit rennen. Okay, Harkon geht's nicht so gut. Ich sollte mal rausnehmen dafür. Aber die anderen sollten eigentlich schon noch ausreichen. Oh, wir haben sogar ein Level-Up. Topsy. Haben wir eigentlich noch einen Xan? Jo, Xan ist immer noch unser Leader. Xan, du bist unser Bannerträger. 57 ist nicht viel, hab ich mir letztens gedacht. Da kamen 4 Schrate. Ja, bei den Schraten und so, da ist das irgendwie... Die sind okay, wenn du so unfassbar overwhelmen kannst und die Schilde wegnehmen kannst, weil dann treffen sie wirklich selten. Ich hatte ja schon mal gegen mich 2 Schrate im Sumpf gekämpft. Das geht schon, aber nur wenn man so overwhelmen kann. Und dann halt einfach ewig auf sie einstechen und sie treffen 5 Runden am Stück nix. Dann ist das ganz okay, aber dauert halt ewig. So, Topsy the Thief. Wir auf jeden Fall die plus 3 haben. Ich glaube, die wollen wir Dodge geben. Nee, wir wollen dich, glaube ich, auf Battleforge machen. Und die plus 1 nehme ich dann trotzdem mit. Sind viel stärker als das, was man für bekommt. Vor allem, wenn es dann 3 oder mehr sind. Ja, 2 gehen noch, weil da kannst du noch echt komplett umstellen. Aber ja, bei 3 oder so, die nebeneinander stehen, verstehe ich dein Problem. So, wir wollen nicht mit Speeren kämpfen, logischerweise. Wir wollen dem eigentlich irgendwann mal eine andere Waffe geben. Ich bin ja ein Fan... Muss ich zugeben, von meinen Cleavern. Einfach die Leute richtig hart zum Bluten bringen. Das kann man auch auf 2 Hand dann umbauen. Es kann nicht alles bluten, das ist so ein bisschen das einzige Problem. Aber was bluten kann, sehe ich da eigentlich ganz gerne. Oder wir nehmen halt mal Einhand-Äxte aktuell. Dann können wir ihn später auch auf eine 2-Hand-Axt umbauen. Ja, solange du gegen menschliche Gegner gehst, kann halt so viel bluten und Unholde können bluten. Schrate können... Können Schrate bluten? Ich glaube nicht, ne? Die haben zwar keine Rüstung, aber ich glaube, die können nicht bluten. Und ich habe unfassbar viele Goblins und Orks. Und da ist es auch irgendwie ganz geil. Die Alternative ist, ich gebe ihm einen Hammer. Und der ist halt unser Rüstungsdurchdringungsdude. Der Hammer die Gegner immer. Bam, 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 Ofenkopf. Das ist die Alternative. Ofenkopf. Bei mir ist jeder zweite Auftrag gegen fucking Schrate. Du bist auch ein Stück weiter als ich. Würde ich mal sagen. Ich würde mal jemanden... Wobei, wir haben keinen Stunner. Wie wär's mal mit einem Stunner? Der ein bisschen Treffsicherheit... Ja, komm, hier. Stunner, Mace it is. Stun wäre gut. Der einäugige Stunner bei mir. So. Kann ich hier noch ein paar Leute anwerben? Hier gab's keine guten Leute, ne? Mal durchgeguckt. Wir wollten die Diebe Quest machen. Hier 750 müsste eigentlich vor in Ordnung sein, vor allem weil die lange mit uns. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, dann auf zu spielen. Ich habe noch nie Fernkampfdudes besessen. Okay, die sind wieder. Also in der Mission hier in dem Kronkopf habe ich schon ein paar Mal gemacht und die sind immer hier unten. Deswegen glaube ich, er wird direkt hier unten oder ganz oft hier unten, wenn die Spuren hier hingehen. Deswegen. Weil hier in dem Gebirge ist halt echt weird. Aber anscheinend sind sie diesmal doch im Gebirge oder hier unten. Da unten sind da Thieves. Many bringing sucks, a few poachers. Das sollte ziemlich okay sein. Gerne setzen. Ja, der permanente Mali ist doch wurscht. Hoffentlich haben sie jetzt keinen High Ground.
Nee, tendenziell haben sie keinen High Ground. Finde ich okay. Sexy kann nur nicht laufen. Nein, nicht. Vorne. Oh, musst du dich davor stellen. Das ist nicht so dolle. Ja, aber du triffst ja trotzdem noch alles auf Entfernung, von daher. So, jetzt müssen wir irgendwie unsere zahlenmäßige Unterlegenheit ausspielen. Und 0 Melee und Range Death. Ja, einfach nicht getroffen werden. Just don't get hit, lul. So, Topsy, durch haben wir doch. Na, ist halt nicht so. Defensiv nicht so stark und die haben leider ein paar. leider ein paar Speere. Lass mal da stehen, würde ich sagen. Du musst mal hier hochlaufen. Ja, ihr kommt nicht ran, ne? Bin ich ein bisschen traurig. Macht mich ein bisschen traurig. Sind wir ehrlich. Sono kann da mitten rein. Sono geht ganz vor. Aber noch volle Fatigue für die Ground Fernkampf wäre das also immer noch meine Gatling Gun. Ja, sag ich doch. Ist doch dann schon ziemlich okay. Ha, ihr wollt nicht rankommen, ne? Ich sehe es schon. Hau ich dich halt mal. Du musst erstmal kurz warten, bis andere gelaufen sind. Guten Tag. Batz. So, Ricky. Ja, der kann halt, der wird jetzt halt hier hochmoven, ne? Ja, genau. Das war ein bisschen abzusehen. Und der auch. Muss sexy halt jetzt mit rein. Ey! Die treffen meinen Nimpel-Dodge-Dude. Wenn du die Rüstung wegkriegst, lohnt sie sich, würde ich sagen. Okay, die wollen einfach mitten rein in mich, ne? Au, das ist halt, ne? Im Lowground hier irgendwie reinzuschießen, ist halt absolute Frechheit. Okay, ich habe ein Problem mit meiner Unterzahl, glaube ich. Jupp, ich habe ein Problem mit meiner Unterzahl. Sehr schön, da rennt die Hälfte. Das ist gut. Du hast noch einen Kopftreffer abgekriegt, sehr geil. Hast auch keinen Bock mehr. Das da vorne, ja. Ja, Topsy, da hast du nicht so lange durchgehalten, leider. Habe ich dich ein bisschen zu ambitioniert da reingesetzt. I'm sorry, ich hab's verkackt. Wieder mal. Ich würde das gerne nochmal machen. Ich will den nicht nochmal verlieren. Der ist eigentlich ziemlich nice, der wird ziemlich nice. Let's go. Da muss er mit meinen Tanks reingehen. Oh, lol. Meinen Tanks reingehen, das Problem ist. Hier wird der Highground schwierig und die bleiben ja viel stehen erstmal. Das Sexy kann schon mal dort Leute auf sich ziehen. Du wartest. Ben sollte so und dann so weit vor wie geht. Falls sie halt auf ihn werfen. Ricky. Ricky hat 10 Defense, das ist halt. Nicht so viel. So, bei Topsy muss ich wieder aufpassen jetzt, ne? Hier so und dann das. In den Lowground stellen will ich dich eigentlich nicht. Okay, ist der Hund alleine da? Das ist irgendwie doof. Aber es triggert schon mal, dass sie sich bewegen. Das ist von. Wenn es nur das ist, ist es der Hund wert, glaube ich. Also wenn es nur das gebraucht hat. Der rennt schon.
Warte, kein Kopftreffer. Also die Dreier Range finde ich gut und wenn sie halt keine Rüstung haben, dann das Bluten ist, finde ich schon auch sehr, sehr geil. Muss ich sagen. Bleibst aber trotzdem stehen. Bleibst stehen. Du nagelst den mal fest im Low Ground. Aua! Ja, jetzt wird der Hund halt aufgespießt, das ist auch irgendwie abzusehen, aber wir haben die Formation für 300 Kronen von denen aufgebrochen. Was ist irgendwie nicht wert, wenn ich so drüber nachdenke, weil wir um 600 irgendwas kriegen. Batz! Hallo? Hallo? Rennen die irgendwie hier wieder durch, quer durch die Gegend? Das ist nicht so, wie ich das gerne hätte. Muss ich mal so sagen. Geh mal auf den. Sehr schön. Der hat noch ins Gesicht gekriegt. Oh, der Hund wird weggeschoben. Oh, deswegen. Ja, zum Beispiel halbes Leben, ne? Und Bluten und so. Und Doppelbluten ist schon. Und Overwhelm relativ früh. Bin ich schon ganz okay. Insgesamt. Ja, ob der Hund sogar überleben könnte? Mal Glück haben. Ja, nur Thugs, das stimmt. Die haben nicht gerade so viel Leben. Das ist natürlich völlig richtig. Sie sind nicht bekannt für ihre große Lebenspunkte-Pool. Das ist natürlich richtig. So, wir stellen mal dich dahin, damit du hoffentlich nicht mehr den Hund angreifst. Sondern, ja genau, danke. Danke, danke, danke dafür. So. Ihr kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück, ne? So wie ich das. Oh doch, ihr könnt noch. Du kannst noch schießen. Shit. Nicht, was ich sehen wollte. Ich dachte, ihr wart schon weiter weg. Oh, dem geht es schon mal nicht mehr so gut, aber er rennt. Okay, okay, okay. Und der rennt auch. Wenn du schon, könnt ihr sogar noch einen holen. Sexy da oben könnte es nicht mehr. Mit seinem Klumpfuß. Okay. So haben wir wenigstens keine Leute verloren, keine Hunde und nix und einfach ein bisschen Loot und Geld gekriegt. Sehr schön, das war sehr viel besser. Der Versuch war sehr viel besser und sehr viel sinnvoller für das, was wir hier an Zeug kriegen. Eine 80er, nee, nee. Alles Stufe 1, ne? Das ist vollkommen wurscht. Das wäre ganz schön traurig gewesen, wenn wir hier eine Person verlieren, wie es im ersten Try der Fall war. Ich muss mal kurz nochmal mit Lumi reden. Lumi hat Abrechnung gemacht. Bei mir bringt es inzwischen auch hin und wieder Hedge Knights dabei. The fuck is happening bei dir, Alter? The hell? Die droppen so tolle 380er Rüstung. Ja, ich bräuchte ein paar 230er Rüstung. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Das, was ich gerade suche. Meine Ambition ist, 230er Rüstung zu holen. Pierce Zeit brauchen wir nicht. Mit minus 54 Fatigue. Er ist nicht so gut. Normalerweise ist er 1 zu 10, ist ungefähr ein normaler Trade-off, ne? Ist irgendwie nicht so gut. So, hier können wir. Hier ist ja alles teuer. Hier gibt's ja gar nichts Sinnvolles. Wait, das ist doch der Markt. Was ist denn hier passiert? Ach, weil hier euer scheiß Lagerhaus runtergebrannt ist. Gehen wir nochmal nach Krummhorn, ey. Holy moly. Ich dachte, ich kann hier kurz Essen kaufen. Nope.
Nicht mal ansatzweise. Kann ich hier Essen kaufen? Ich hab Ambush Trade Routes. Ein bisschen Essen wenigstens. Ja, dafür habt ihr einen 18er Verkaufspreis. Wir den Billigkram jemanden um die Ohren hauen. Würde ich sagen. 18er Verkaufspreis. Viel Spaß mit dem ganzen Müll. Selbst das Orkflash hält sich 5 Tage lang. Ja, das habe ich noch nicht genommen. Das brauchen wir auch nicht. Das habe ich mir noch nicht gegönnt. Bin mir nicht sicher, brauche ich das? Will ich das? Du bist. Du bist eine schlechtere Version vom Falchion und Falchion brauche ich schon nicht, wenn ich 2 Arming Swords habe. So. Und Hand Cannon, ich habe halt keinen Range Dude, ich glaube deswegen werde ich ihn auch bei Gelegenheit verkaufen, aber vielleicht nicht genau hier. So, was haben wir hier? 120, 470. Drive of Brigands. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich dachte tatsächlich, aber ich hätte vielleicht vorher nachgucken müssen. Ich habe mir heute wieder einen von meinem Retinue gekauft, Xan. Huch, etwas falscher. Da wollte ich. Und zwar den Alchemisten. Und das Problem ist ein bisschen, dass ich nicht wusste, wie man Snake Oil herstellt. Dass man da tatsächlich immer noch relativ viele Sachen braucht, um es dann für 650 verkaufen zu können, ist ein bisschen blöd. Aber ja, ich muss halt noch ein paar mehr Viecher killen. Dann geht's eigentlich. So, und Drive of Brigands. Drive of Brigands ist immer problematisch, weil wir da raufrennen müssen. Auf eine Stellung und die halt Ranged Dude haben. 30, 40 Webknechts habe ich noch nicht gehabt. Glück. Ist eigentlich irgendwie. Was ist denn aus dem Holy War geworden? Ne, der läuft noch, ne? Könnte mal wieder over sein bei mir. Ich habe übrigens, ne, ich habe random Late Game Crisis genommen, wieder Holy War. Ungern 3-4 Snake Oil raus. Ja, hätte ich auch gern, aber ich habe tatsächlich Sachen dabei, aber es geht irgendwie gerade nicht auf. Ne? Ich habe hier die Sachen alle und es geht, glaube ich, gerade nicht auf, dass ich Snake Oil craften konnte. Zumindest konnte ich es nicht. Aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen Value rausgeholt, weil ich habe ein. Ich habe hier so ein Necklace-Bums gemacht. Hier, das Alp-Trophy-Necklace. Und da konnte ich, glaube ich, 2 direkt craften. Und ich glaube, so viel Alp-Zeug. Alter, hier ist ja übelste Bambule. Konnte ich sonst nicht holen. So, Essen. Essen ist hier okay. Gib mal her. Haben wir für 5 Tage Essen. Das sieht gut aus. Wie ist hier der Preis? 17. Aktuell sind die Preise irgendwie nicht so geil. Die Leute kennen wir alle schon. Das wechselt auch nicht mehr. Die Look Abyss, so ein Willen, 82 Crowns und 55 pro Kopf. Das ist wieder Patrouillieren. Können wir, glaube ich, machen. Wie geht's unseren Dudes aktuell? Guck mal. Können sogar Dingens wieder einsetzen hier. Arkon die Karawanhand. So langsam. Und Masumoto hat zumindest auch wieder ein bisschen sich erholt. Und zumindest als Backliner so einsetzen, denke ich. Wohin? Nach Wacker. Wackerfeste und pro Kopf 50. Können 1000 kriegen, wenn wir 50 Köpfe, wenn wir 20 Köpfe machen, aber das werden wir wohl nicht machen. Ich habe dank meinem Alchemisten 2 Living Shields herstellen können, statt nur einen im POC. Ja, ich fand die Living Shields auch geil, aber leider gibt es irgendwann Waffen, die einfach One-Hitten und dann ist das nur halb so geil. So, Armorer. Ich brauche mehr 230 plus Rüstung. Und das ist leider 50% obendrauf, ist leider echt arschteuer, Leute. Können den 240er für 6000 kaufen, was ich nicht habe. Ja, oder halt einen 300er Helm. Oder 250er Helm für 3300. Ich würde aber gerne eine Rüstung kaufen. Ich glaube, Heater Shields sollte ich mal mitnehmen. Normale haben minus 10 und die minus. Ja. Wir nehmen Heater Shields mal mit an der Stelle. Für Leute, die noch ein bisschen Fatigue haben. Du wirst zum Beispiel ein Heater Shield Dude werden. Du hast, glaube ich, schon mit dem was Besseres mit minus 18. Ja, wobei das einfach beides dann, ne? Habt ihr wie schon den Heater Shield geben? Noch jemand Ausdauer für einen anderen Schild? Du hast noch Ausdauer für einen anderen Schild?
So. Du hast keine Ausdauer mehr. Great Axe mit Shield Mastery, Headsplit und so ein komischer Hammer von den Barbaren, sonst one-hitted nix den Living Shield. Okay, dann two-hitted, also es sind einfach mehrere Leute auf den Schild gegangen und dann haben die mit in einer Runde den Schild weggesplittet. War ein bisschen ernüchternd. Leider. Oh, dahin. Da könnte sogar was kommen mit den Patrouillen. Also es war jedenfalls in einer Runde weg, er konnte sich nicht regenerieren und dann kriegst du ihn ja nicht wieder, weil er weg ist. Was ich bei einem Living Shield ein bisschen doof finde. So. Immer wieder ein Dieb. Diebe sind schon so, ne? Aber der, ja gut, der hat sogar ein bisschen, der könnte ein bisschen Damage dealen. Könnte dann wahrscheinlich auch wieder Battleforged werden mit ganz netter Defense. Ich würde häufig Melee-Skill nehmen. Das und müsste dann wechseln zwischen Resolve und Defense. Oder vielleicht ein bisschen HP. Disloyal will ich glaube ich nicht mitnehmen. Weil dann hat er 120 Inni, ey. Nee, ich glaube nicht. Ja, alles. Essen ist ja mega billig, holy shit. War ein bisschen Essen? Also, nee. Ist alles in Schutt und Asche, ja? Ja, aber keine Rebuilding Efforts, wobei ich glaube, bei mir auf meiner Karte gibt es kein Holz, von daher könnte es sein, dass es einfach weggelassen wird. Und... ist übel billig, das Essen. Fuck. Aber ich brauche es, glaube ich, nicht kaufen. Weil... das nicht sinnvoll ist. Ja. Wenn wir jetzt am Brunnenhof zurückgehen, aber wieder nicht. Also wir haben jetzt so wie das dritte oder vierte Quest von wegen Patrouilliere mal, wo wir nichts finden. Ich meine, hier ist auch ein fucking Stonewatch Tower. Die machen, glaube ich, hier unten selber alles weg. Wundert mich überhaupt, wie Brunnendorf schon zweimal von südlichen Raiding-Partys angegangen werden konnte, wenn Sandfest und Wackerfeste davor ist. Okay. Hell, well, bye. Ja, genau, das ist immer so ein, okay, du hast nichts gefunden, ja supi, dann hat sich das richtig gelohnt, dich loszuschicken. 80 und 310. Huntdown with Terrorizer sollte halt basically nichts sein. Aber das muss man andermal machen. Es ist schön, dass ihr alle wieder reingeschaut habt. Wir speichern jetzt mal und dann geht es wahrscheinlich am Wochenende weiter mit dem Playthrough.